Hallo, hallo, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Das ist das X589 von Godon, ein Hersteller, den wir so vorher noch nicht hatten und von dem es auch kaum Gerät auf dem Markt gibt. Ist also offensichtlich in Europa wenig verbreitet, aber egal. Das war ein Tipp von einem Zuschauer gewesen. Und ich fand das Gerät interessant, nicht weil ich die Marke nicht kannte, denn ich kann jetzt ja nicht jede Marke vorstellen, die ich bisher noch nicht hatte, sondern die Specs für den Preis von 55 Euro wirklich ganz hervorragend aussahen. Also die technischen Daten für die, die die Begrifflichkeiten nicht so nutzen. Ja, ich muss das so tun, als wäre ich jung. Und das Unboxing das hatte ich schon gemacht. Habt ihr euch wahrscheinlich auch schon angesehen. Und nun hatte ich das Gerät ein paar Tage im Praxistest gehabt. Und wie das Ganze verlief, ob die Investition für 55 Euro hier ein brauchbares Smartphone zutage fördern, das klären wir jetzt. Auf Link zum Golden X589 findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung sind natürlich auch andere Links, die ihr euch anschauen könnt. Aber egal. Wir sehen hier rechts oben 4G im schillernden Weiß, was uns sagt, dass das Gerät LTE unterstützt. Im Preisbereich von 55 Euro ist das ja schon mal nicht schlecht. Muss aber nicht bedeuten, dass das Gerät das ja fantastisch ist. Der Rest kann ja auch noch mies sein. Und daher jetzt erstmal die technischen Daten, damit ihr wisst, was mich so begeistert hat. Und danach, danach halt meine Erfahrungen. Also für alle Interessierten: Das Display ist 5 Zoll groß und löst mit 960 x 540 Pixel auf. Das ist noch unter HD. Und äh, wir gehen gleich näher ran und schauen, ob das okay ist. 8 GB Festspeicher, 1 GB Arbeitsspeicher. Wir haben natürlich WiFi, BGN, Bluetooth und äh, GPS mit an Bord. Die Hauptkamera löst mit 8 Megapixel auf, die Frontkamera mit 2. Das sagt jetzt über die Qualität praktisch nichts. Aber Beispielbilder und Auswertungen kommt ja noch. Das Herzstück kommt wie immer von Mediatek und ist ein 6735M. Unterstützt von einer Mali-T720. Und als letztes Akku-Kapazität 2500 mAh. Also haben wir in der Summe ein Datenblatt, was sich schon gar nicht mal so schlecht liest, vor allem für die 55 Euro. Aber das Geilste ist, also geil in dem Preisbereich, alle Geräte im Premiumbereich haben das natürlich Standard, ist, dass die kapazitiven Tasten, die man ja hier nicht sieht, oder vielleicht jetzt ein bisschen, die sind beleuchtet. Ja, deshalb auch nicht aufgemalt, weil sie beleuchtet sind. Und wir schauen uns das Display mal aus der Nähe an. 960 mal 500 und ein paar zerquetschte Pixel haben wir gesagt. Also ich glaube, das ist Quarter HD. Also eine Stufe unter HD. Und wenn wir uns das anschauen, finde ich soweit noch okay. Der Sprung zwischen Quarter HD und HD ist jetzt nicht so riesig. Und in der Summe fand ich das Display ähm, eigentlich. Ich, ich habe den Unterschied zwischen HD dann dem Alltag nicht bemerkt. Man bemerkt ihn natürlich, wenn man die Geräte direkt nebeneinander hält. Hat man einen deutlichen, schärfen Unterschied. Aber wenn man das Gerät im Alltag verwendet, ja. Und man jetzt nicht gerade ständig die kleinsten Texte auf Wikipedia liest, da merkt man das eigentlich nicht so. Okay. Von den Farben her finde ich das Display wirklich richtig herrlich. Auch von der Helligkeit ist mir aufgefallen, dass das super hell ist. Also äh, in dem Preisbereich, natürlich gibt es, was weiß ich, 1000 Euro Telefone, die strahlen dann von Australien bis Amerika, aber äh, für 55 Euro finde ich das echt hell. Ja. Und. Ich habe die Blickwinkel jetzt nochmal überprüft. Ich hatte in Unboxing, glaube ich, gesagt, dass das Display nicht blickwinkelstabil wäre. Das ist es aber. Das sind nicht die besten Blickwinkel der Welt, muss man dazu sagen. Aber wir haben hier keine, also es ist, denke ich mal, ein IPS-Panel, kann man schon sagen. Weil LCD-Panels, die bekommen, also die normalen, die ohne IPS, die bekommen normalerweise solche Blickwinkel hier nicht hin. Und die Sache mit der Auflösung ist im Prinzip bei dem Display auch das einzige, was hier so ein kleines Manko ist. Denn die Farb, ihr seht es ja selbst, die Farbwiedergabe ist wunderbar. Ja. Also, das ist ja alles schön bunt, jetzt nicht zu krass bunt oder irgendwie ähm, überzeichnet. Aber mir gefällt es absolut. Ja. Und auch die Reaktionsfähigkeit von dem Display, die ist ganz, ganz wunderbar. Das heißt, wir können bei WhatsApp beispielsweise oder Messenger oder was benutzt man noch so an Kommunikationssachen, vielleicht mal noch eine SMS geschrieben. Das war manchmal ein bisschen nervig. Uh, und wo wir auch gerade mal bei diesem ganzen Thema Tipperei sind. Äh, Swift Key. benutze ich ja sehr gerne. Ich weiß nicht, welche Tastatur ihr so bevorzugt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich bin da durchaus willig zu lernen und mein Nutzungsverhältnis auf andere Tastaturen umzustellen. Ähm, Swift Key hier leider nicht möglich, äh, weil die Tastatur sich ab und zu nicht einblendet. Ganz komischer Bug. So, auch wenn die Reihenfolge jetzt hier ein bisschen doof ist, haben wir uns unsere Optik gar nicht nochmal genauer angeschaut. Das Telefon ist relativ leicht. Ich hab's jetzt gar nicht genau da, aber es war 140 Gramm waren das und mit 8,3 Millimeter recht schlank, recht schlank, ich kann nur sagen, dass es in der Summe wirklich richtig gut in der Hand liegt, das ist natürlich ein Vollplastikgehäuse, dürfte klar sein, ja, in den Preisbereichen, Aluminium-Unibody, gut, so ein Metallrahmen, das sieht natürlich mal sehr fancy aus, hätte ich mir noch gewünscht, aber ich denke mal, oh, das heißt, ich denke, ich bin der persönlichen Meinung, dass Godan hier aus dem Gehäusedesign das maximal rausgeholt äh, hat, denn es wird in Unibody ja zumindest ansatzweise imitiert, ja, hier unten auch schön der Lautsprecher, Grill, so wie es halt bei einem Aluminium-Unibody in der Regel auch platziert ist. Ja, daneben auch der USB-Anschluss auf der unteren Seite, finde ich sehr, sehr gut. Hier im Übrigen die kleine Kerbe, damit können wir das Gehäuse öffnen. Also nicht mit der Kerbe, sondern indem wir das dann zum Ansetzen benutzen. Alles klar. Die Kamera schaut ganz minimal aus dem Gehäuse raus, fand ich jetzt auch nicht extrem störend. Drunter einen im Übrigen Dual-LED-Flash, der eine richtig gute Arbeit verrichtet. Das heißt, er ist mega hell und eine total angenehme Farbtemperatur bietet. Ihr seht, wie, wie spät ich hier schon wieder anfange, irgendwie produktiv zu werden. 18.41 Uhr. Meine Güte. Android 5.1 läuft drauf. Ja, das sehen wir, das ist hier das total klassische Layout. Also da hat Godon hier eigentlich äh, gar nichts gemacht. Ja. Benachrichtigungen, Schnelleinstellungen. Ich, ich, ich kann euch vielleicht noch eins, einen kleinen Tipp geben und zwar die. Das Symbol für die Datenverbindung. Wie ihr seht, es fehlt. Das heißt, ihr müsst hier auf den Empfangsbalken oder auf den Empfangs auf das Empfangssymbol drücken und da stehen hier Mobilfunkdaten und da könnt ihr das aus machen. Ansonsten werdet ihr willkommen pündig werden. Also, äh, auch hier auf den Bildschirm, auf den Bildschirm, nicht auf ein Widget gedrückt halten und schon kommt ihr in die Einstellung für den Desktop. Also, äh, ich denke mal, ich muss das hier nicht groß erklären. Das ist Android, Stock Android, mit seinen Stock-Android-Funktionen auch im der Einstellungsmenü haben wir ja nichts Besonderes. Entwickleroptionen. Ah, Nein, die habe ich, glaube ich, freigeschaltet. Okay. Äh, hier sehen wir noch so ein paar Kerninformationen. Wir haben eine Systemaktualisierungs-App. Äh, Aber... Da ist nichts. Ja, das Gerät ist nun nicht erst seit gestern auf dem Markt und entweder habe ich tatsächlich rein zufällig ein Gerät aus der letzten Charge bekommen. Oder das ist aber wahrscheinlicher, ja, dass äh, Godon die Serie hier nicht pflegt. Das heißt, Updates werden nicht rauskommen, also kamen nicht raus und werden auch nicht rauskommen, geschweige denn, dass wir hier ein Update auf Android 6 bekommen oder 7. Darauf würde ich nicht wetten. Ja, also kann man aber das System hier eigentlich nicht viel sagen. Wer Android 5.1 kennt, der kennt auch sofort alles, was äh, Godon hier zu bieten hat. Kommen wir mal zum Thema Performance. Wir hatten das Display jetzt, haben wir das OS, also ich denke mal, das ist soweit okay. Den Antutu-Benchmark habe ich natürlich durchlaufen lassen. Der sagt uns dann, wie leistungsfähig das Gerät ist. Außerdem können wir hier ein paar technische Daten auslesen. Ist ja auch nicht verkehrt. Daher weiß ich auch, dass ein 3765 eine 6735 drin ist. Das stand nämlich auch nirgendwo im Netz. Und der bekommt 23.464 Punkte. Ich weiß, ihr könnt auch lesen, auch vorlesen, macht Spaß. Habe ich in der Grundschule gelernt, hat mir dort schon Spaß gemacht, deshalb mache ich das auch erwachsen. Wir wachsen da immer noch gerne. Und das ist eigentlich. Eigentlich richtig gut. Und so bin ich für 55 Euro mit den Benchmark-Ergebnissen hier absolut zufrieden. Richtig geil. Geil. Ich sage euch, sag euch so, wie es ist. Irgendwann, irgendwann wird in der Antutu-Liste nur noch chinesische Marken vertreten sein. Weil die super sind. Ja? Xiaomi macht ja auch echt Leistungsstärke. Nee, so gut, ich will jetzt nicht abschweifen. Was fehlt an der Stelle, das ist ein Döner, weil ich Hunger habe. Und äh, zuletzt, wann habe ich ihn gegessen irgendwann heute Mittag. Und hat noch kein Armbrot. Aber was auch noch fehlt, das ist natürlich in meine mein alltägliche Erfahrung mit der Performance. Denn wie oft hatten wir schon irgendwelche hohen tutepunkte punkte gehabt, ja, und dann war das Gerät aber im Alltag einfach mal so langsam gewesen, dass ich eigentlich der Meinung bin, man kann es nicht benutzen wie das Timmy M20 Pro. Das war so langsam. Und ich meine, ja, wir bezahlen für solche Geräte nicht mal 100 Euro, da kann man auch schon mal ein bisschen äh, geduldig sein, ja, wenn man zum Beispiel eine App öffnet, aber das ging nicht klar. Aber, um auf den Punkt zu kommen, jetzt, ich, ich merke, ich Schlag hat eine Brücke, die eigentlich, eigentlich nicht passt, denn das Gerät ist recht leistungsstark. Die Punkte, die wir bei antuto bekommen, die sind hervorragend umgesetzt. Ja. Alles geht hier total flüssig im Android selber. Also wenn wir uns hier durch zwei Seiten Desktop und zwei Seiten App-Drawer rumswipen, ja, boah. Wow. Beim Surfen zum Beispiel läuft auch alles ganz wunderbar. Ich habe jetzt hier meine Wikipedia-Seite mit viel, viel Text geöffnet. Ja, immer mal ein bisschen rein und raus zoomen, rein und raus zoomen, rein und raus zoomen, rein und raus zoomen, rein und ra Und da sehen wir, das ist sehr, sehr flüssig, wenn wir... Äh, rein- und rauszoomen. <laughs> okay, lassen wir den Scheiß. Ähm, wenn wir im Übrigen mal ganz rauszoomen wollen, sind wir jetzt ganz rausgesoomt? Ne, jetzt sind wir ganz rausgesoomt. Da sehen wir, ja jetzt ist der Text da so klein wie möglich, weil wir rausgesoomt haben. Da sehen wir, es kommt ja schon zu Verpixelung. Man kann noch lesen, aber macht nicht wirklich Spaß. Mal die Performance anhand, warum startet der das jetzt, der Sack? Anhand der Galerie gezeigt. Lassen wir uns einfach ein bisschen durchswipen. Jetzt habe ich gesoomt. Ich bin ein bisschen fancy. Oh ja, das sind noch Bilder aus dem Unboxing. Also ihr seht, ja, der macht ja in die ganzen Spielereien hier mit, selbst wenn sie noch so sinnlos sind, man kann relativ schnell, das heißt relativ. Relativ ist auch schon so ein schönes Füllwort, was man gerne mal verwendet, obwohl es gar nicht relativ ist. Man kann ja schön durchswipen in einer guten Geschwindigkeit äh, und man kann auch gut rein- und raus swipen, äh, zoomen. Multitasking funktioniert natürlich auch. Ja, was für eine Erkenntnis. Multitasking funktioniert auch ganz gut. Wir haben natürlich nur ein Gigabyte dran. müssen also zusehen, dass wir hier nicht allzu viel Hintergrund öffnen, aber obwohl ich, ich glaube, ich habe auch jetzt wieder eine Menge Sachen hier im Hintergrund offen. Und also Performance ist in dem Preisbereich absolut geil. Nur beim Schreiben müsst ihr euch ab und zu mal so ein ganz klein wenig zurückhalten, wenn ihr richtig drauf loshakt. Dann braucht nur zu warten. Irgendwann kommt ein kleines mikro und schon habt ihr ein falsches Wort geschrieben oder habt dann eine Punktsetzung oder, oder, oder was ich oder ein Leerzeichen, was ihr eigentlich gar nicht wolltet. Und dann bleiben noch die zwei Buchstaben übrig von dem, was ihr angefangen habt zu schreiben und es ist dann ziemlich bescheuert, weil ihr das wieder zurücklöschen müsst, um dann das falsch Geschriebene durch das zu ersetzen, was ihr eigentlich schreiben wolltet. Wie alt bist du? Eins. <laughs> Dass das zur Auswahl ist. Ja, genau, ich bin eins. Nee, ist natürlich Blödsinn. Ich bin zwei. <laughs> Nein. Das ist ja voll doof auszuwählen. Wie wär's mit noch einem kleineren Fenster, was noch weniger als drei Zeilen anzeigt? Ich krieg gleich einen Anfall. Komm schon. Ich bin. Vielleicht bin ich wirklich eins. Ach komm, ich bin so alt, wie ich mich veralte. So. Wie kann ich jetzt spielen? Alles klar, das T Erreiche uh, die Ziellinie mit mindestens einem Helden. Also, alle anderen dürfen verrecken oder was? Jetzt lädt er schon wieder. Okay, es geht los. Tippe, um fortzufahren, mache ich glatt. Warum nimmt er nicht sein bekacktes Auto? Aha, swipen. Bahn wechseln, das sagt er mir ja jetzt. Ich wollte springen. Wuhu! Wuhu! Ey, der hat mir noch nicht gesagt, wie ich springe und es kommen schon Sprungsachen. Das Spiel macht mich echt fertig. Oh, da war eine goldene Münze, die war bestimmt irgendwie crazy. So, ich habe mit mindestens ein Helden die Ziellinie erreicht und habe die Mission abgeschlossen. Ui. Okay, jetzt zum Sound. Ich finde den Lautsprecher irgendwie ein bisschen. Es klingt alles wie eine Suppe. Ein Justice, ein Gerechtigkeitspaket. So. Ich lehne diesen Preis ab. Balls of Steel. Solche Games, solche Rush-Games, ja, oder vielleicht solche Mario-Kopie-Games gibt es ja auch genügend im Playstore. Das läuft denn alles, oder wo man mit dem Auto hin von links nach rechts fahren muss, um irgendwelche Hügel da zu bezwingen. Das ist, das ist dann schon alles drin. Okay. Also, Gaming Pass ist soweit auch positiv, denn das Ding kostet 50 Euro und wir können da auf jeden Fall die ja anderen Games drauf spielen. Okay. Das habe ich gerade durch Zufall gefunden. Das ist der geilste. Aschenbecher, äh, ich meine Eierbecher, ever. Zieht euch das rein. Also, das Ei ist natürlich im Lieferumfang nicht enthalten. Aber der, der Eierbecher ist ein Panzer und ein Ei. Kann man so als, als Eiwärmer noch einen Helm, der wie ein Stahlhelm aussehen soll, auf den Kopf setzen. Passt auf, guck mal, der Name Eierbecher-Set explodiert. Ich, ich lache mich so scheckig. Ich komme schon auf dem Thema ab. Ähm, wir waren eigentlich beim. Ja, gut, das ist ja das Gleiche. Naja. Beim GPS. Und äh, was sehen wir? Wir haben eine sehr hohe Genauigkeit von drei Metern, ja, weil es bei billig echt eine sehr hohe Genauigkeit ist. 3D-Fix ist klar. Und die Positionierung erfolgte innerhalb von zwei oder drei Sekunden. Das ging ultra schnell. Das musste sich auch nicht irgendwie eintrainiert werden, das GPS oder sowas. Das war von Anfang an in Ordnung. Ich habe mich einfach draußen auf die Straße gestellt, GPS-Test angemacht und Wohin eigentlich gerade anfangen, irgendwie einen Timer anzuschmeißen oder sowas, und um zu gucken, wie lange der braucht. Und das war bup, sofort da. Sofort. Also, das habe ich bisher eigentlich noch nicht gehabt bei so einem billigen Gerät, dass es das so astrein ist und die Genauigkeit so hoch ist. Also kriegt das GPS ein 1. Das WLAN macht hier auch eine richtig gute Figur, zumindest im zweiten Anlauf. Der erste war witzig. Ja, abgesehen davon, dass ein Ping von 19 Millisekunden für äh, Verhältnismäßig hoch ist. 0,01, 0,01 im <laughs> Mappen-Download. Okay, verzeihen wir hier mal, keine Ahnung, hat vielleicht mein Router gesponnen oder stand im Weg, Wer weiß das schon? Aber hier 32,54 im Download und 2,83 im Upload. Ist klar, jetzt wird begrenzt durch meine Leitung und die 10 äh, Millisekunden im Ping, das ist auch normal. Aber hier 32, das ist ein Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Ergebnis. -Man -Man also richtig gut. So, dann habe ich noch ein paar Tests gemacht. Ja? Im Freien, ja, das habe ich hier nicht, weil ich hier nur 3G habe. Oh, uh, vorhin hatte ich LTE, ist aber auch egal, schlechter Empfang, da testet man es nicht. Äh, LTE-Empfang 51,93 im Download und 28 im Upload. Das ist echt crazy. Na, das ist halt LTE, voll ausgeschöpft. Und drunter sehen wir noch ein paar andere Ergebnisse, auch LTE. Aber äh, da habe ich halt nicht so guten Empfang gehabt. Aber bei richtig guten Empfang, da kriegt man auch richtig guten download hin. Sie mal ausrechnen, da könnt ihr alles... Also, ich, naja, ist auf jeden Fall ziemlich hohe Durchsatzrate, da könnt ihr so viel Scheiß runterladen. Dass der 8 GB interne Speicher innerhalb von Minuten komplett voll ist, wenn überhaupt. Schon erwähnt, dass der interne Speicher von 8 GB sich natürlich auch per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Ich hatte es nicht. So, und ich hatte nicht nur die Micro-SD-Karte vergessen. Nein, sondern auch die Kamera. Aber wir haben ja vorhin schon uns einen ganz groben Überblick verschafft, als wir die Performance getestet haben. Und jetzt noch mal ein paar Worte dazu, aber nicht nur Worte. Ähm, es werden auch direkt danach noch Bilder folgen. Ja. So. Da sehen wir ja eigentlich schon an der Kamera. Ja. Äh, ist er bescheiden? Also, ja, sieht's rein. Fächer beleuchtet. Ich versuche, der Katze einen Hut aufzusetzen. Das ist mit Katzen aber nicht so geil, weil die nicht stillhalten. Die machen allgemein nicht das, was man ihnen sagt. Vielleicht aber auch nur meine Katzen. Ich weiß es nicht. Sie sind auf jeden Fall nicht sehr. Ja, nicht sehr. Ah, ja, haha. <laughs> Soll keiner sagen, dass ich es nicht geschafft hätte. Ja, Katze mit Hut. Kann was. Die Fotoqualität ist allerdings äh, eher miserabel. Ja, sehen wir, das ist viel zu. Ja, der Weißabgleich ist total behindert. Und, ähm. Hier genau das gleiche. Das ist ein ganz normales Foto im Freien von meinem Rucksack. Im Übrigen ein Xiaomi-Rucksack Urban Lifestyle, mit dem ich voll zufrieden bin. Ja, ey, Xiaomi, ich liebe Xiaomi. Das, das müssen nicht mehr Smartphones sein. Alles, was sie produzieren, ist geil. So, das sieht aus, als ob es schneit. Tut's aber nicht. Also, was soll man sagen? Äh, gerade wenn man wie hier so n naja, stark bewölktes Wetter hat, ja, dann macht die Kamera hier keinen guten Job. Da weiß auch gleich dann total miserabel. Man kann, wenn man schlechtes Wetter hat, mit HDR hier ein bisschen noch Helligkeit rausholen und hat man richtig gutes Wetter. Seht ihr, dann geht das schon. Ja, aber ihr könnt euch ja gleich nochmal ein richtiges Bild davon machen. Denn jetzt kommen die Bilder gleich für euch in großformat auf den Monitor ne? mit Beat-Untermalung. Und zwar in 3, 2, 1. Tja, also ja, Kamera für Schnappschüsse ist schon okay, aber ich will da jetzt keine wichtigen Momente mit aufzeichnen. Und das Fazit ist positiv. Ich habe mit dem wirklich gern gearbeitet, muss ich sagen. Ich kann damit auch alles machen, was ich will. Das Positive ist, und das ist eigentlich, das finde ich, das A und O beim Smartphone-Kauf, dass das Gerät keinen großen Flaschenhals hat. Und ich habe trotzdem noch was vergessen, und zwar die Akkukapazität. Und auch da gibt es nichts zu meckern. Also bei mäßiger Nutzung kommt ihr über zwei Tage. Bei intensiver Nutzung ist bei einem Tag Schluss. Aber den schafft ihr auf jeden Fall. Also ich gehe immer noch mit Akkukapazität Akku ins Bett. Sollte es schon über Nacht laden. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch Informationen über Bluetooth haben wollt. Da kann ich nur sagen, es funktioniert erst rein. Habe ich Bluetooth-Box getestet und auch mit einer Smartwatch gibt es nichts, nichts zu beanstanden. Und äh, damit kommen wir zum Fazit Teil 2. Und es ist ein Hammer-Schnäppchen insgesamt. Es ist einfach, hey, guck mal, da ist ein Abdruck. Das ist von den Dingen hier. Hält nicht. Ha! Tadam! muss das Gerät halt erstmal rankriegen, denn ich habe bisher nur einen einzigen Verkäufer bei Ebay gefunden, der das Wort vertreibt. Und das nicht mal unter dem Namen Godon X589. Das war ja, wie gesagt, eine Empfehlung vom Zuschauer. Und das, äh, wie das Gerät dann wirklich heißt, habe ich eigentlich erst anhand der Verpackung rausgekriegt. Äh, es gibt noch das ein oder andere Gerät von Godon, das waren aber eigentlich nur ältere Modelle. Also ich vermute mal, dass der Hersteller eigentlich auf einem ganz anderen Markt präsent ist. Was ich, Indonesien oder so, was in Malaysia und eigentlich nicht in Europa vertreibt. Und dass irgendein finniger importeur gesagt hat, hier, das nehme ich mit ins Programm. Das war an sich keine schlechte Entscheidung gewesen, weil, wie ich schon erwähnt habe, das ein Hammer-Schnäppchen ist. Es hat keinen, keinen wirklichen Flaschenhals. Die Verarbeitung, die ist voll okay. Die verwendet Materialien, natürlich im Pressbereich, wie immer, das Günstigste genommen, was geht, aber daraus ist das meiste gemacht, was möglich ist. Ne? Äh, eben durch eine gute Verarbeitung, durch eine gute Optik, die Seitenränder hier, das ist alles soweit stimmig. Das Gewicht, das liegt echt gut in der Hand. Also es ist total natural, so der, der, das Anfassen. Und ähm, auch die Platzierung, die Elemente, das stimmt alles. Man kann einfach alle Aufgaben mit einem Alltag erledigen. Und äh, das ist das Wichtigste jetzt endlich beim Smartphone, dass es das macht, was man von dem Ding halt erwartet. YouTube funktioniert aber eine freie Play Store, ihr könnt alles runterladen, keine App, die nicht funktioniert. Außer natürlich SwiftKey und die funktioniert prinzipiell ja, stürzt nur halt ab und zu mal ab. Wir können auf jeden Fall Sachen nennen, die in dem Preisbereich überdurchschnittlich sind. Das ist der Dual-LED-Flash, der richtig hell ist. Das sind die beleuchteten kapazitiven Tasten und das wirklich sehr schmuck äh, anmutende Display. Ja, und natürlich die gute Handhabbarkeit. Also, so, das ist halt so, wie erwähnt, gut in der Hand liegt, okay. Performance ja auch erst rein. Mhm. Also für 55 Euro, wer einfach nur ein Telefon sucht, was macht was man von Telefon erwartet. Der kann damit nicht viel verkehrt machen. Ja, man sollte natürlich nicht zu viel erwarten. Die Performance ist für den Preis okay, aber die ist jetzt nicht einmal einwandfrei. Kann man jetzt nicht vergleichen mit meiner TV, denn die 24.000 Punkte sind sicherlich für 55 Euro ganz gut. Aber meine TV kriegt 80.000 Punkte und das ist dann eine Geschwindigkeit, die ich zum Arbeiten, ehrlich gesagt, bevorzugen würde. Aber wer ein günstiges Telefon sucht, der sagt, nee, mehr will ich nicht ausgeben, ja, weil ich bin jetzt nicht so ein Smartphone-Narr, der kann damit, wie erwähnt, nicht viel verkehrt machen. Der genießt dieses Gerät hier meine uneingeschränkte Empfehlung und ich werde sie wieder bei Ebay verknüppeln. Ach ja, display Displayschutzfolie ist im Übrigen vorinstalliert, die ist so gut installiert, dass man die kaum sieht und die ist auch qualitativ echt hochwertig, weil, ihr habt es schon mitbekommen, ich kann auch mal ran zoomen oder man sieht sie einigermaßen, ja, es verschmiert jetzt nicht so krass. Und dann sind wir durch mit den Godon äh, X589 und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Gerät, stellt sie mir doch in den Kommentaren. Wenn ihr mit guter Erfahrung habt, Herr Gott, dann schreibt das auch in den Kommentaren. Ich kann den Hersteller bisher ja nicht und kenne auch bisher immer noch nicht so wirklich. Informationen sind rar gestreut. Oh, da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich das Review vom Gerät. Ich denke, die den M4 oder das Tablet. Je nachdem, womit ich zuerst fertig bin. Ja. Könnt ihr drauf gespannt sein. Ja? Also äh, auf das Video davon. Dann sehen wir uns auch zu diesem dann wieder oder zu irgendeinem anderen Mal schauen. Und ich danke euch fürs Zuschauen, wenn ich das nicht schon getan hatte. Äh, jetzt kommt noch die Endcards und das war's auch schon. Bis dann.